besten Studierenden. Circa 800 Schüler, die aus ganz Kärnten und Osttirol gekommen sind, also circa 30 Schulen, die die Matura-Klassen hergeschickt haben. Die schauen sich unsere über 30 Studiengänge halt dann an, im Bereich Gesundheit und Soziales, Wirtschaft und Management, Bauingenieurwesen und Architektur und im Bereich Engineering und IT. Gesundheits- und Pflegebereich, weil ich möchte einmal in die Richtung was studieren, also so Hebammen war das Perfekte. Ja, also auf der FH hat es einmal sehr viele Auswahlmöglichkeiten gegeben, wie man, also verschiedene Studiengangsrichtungen, und dort mir eben die Radiologietechnologie am meisten angesprochen. Das heißt, die Arbeit am Menschen selbst und an eben die Technik. Über soziale Arbeit, weil das hat mir ziemlich gefallen, weil ich gern Leuten helfe, weil ich schon mit Behinderten gearbeitet habe und gern mit der Jugend was mache. Also sowas wie Streetworker oder im Jugendamt zu arbeiten, das hat mir ziemlich gefallen. Wenn ich jetzt im Tourismus war, weil ich nicht etwas mit Medientechnik angefangen. Allein schon wegen der Vorbildung, weil mir andere was voraus sind. Und ich will jetzt einmal zuerst die Matura schaffen und jetzt erkundige ich mich schon mir wegen dem Bereich Hotelmanagement und das würde mich sehr interessieren. Also was in der Architektur sehr spannend ist, ist, dass es kreatives Arbeiten, also mit technischen Arbeiten verknüpft. Und wir haben tolle Exkursionen, wir können Projekte entwickeln, wir haben Workshops. Also ich finde Wirtschaft interessant, aber jetzt versuche ich da gerade so eine Brücke nachzubauen für Architektur. Und das macht mir auch richtig Spaß, auch wenn es ziemlich schwierig ist. Ich bin jetzt gerade beim Stand für Medizintechnik und da ist mir gerade erklärt worden, welche Zweige das es gibt, also Software, also für den Softwarebereich und dann mehr ins Technische. Ja, mir ist da gesagt worden, was der Flieger da macht. Der macht Luftbilder, zum Beispiel für eine Katastrophe, wo man nicht hingehen kann, dass man da von der Luft aus Bilder machen kann und den noch halt analysieren. So, in erster Linie bin ich da, um Informationen einzuholen, da ich noch nicht im Klaren bin, was ich studieren möchte, aber wie ich auf der Website gesehen habe, weil es klar strukturiert war, würde mich vielleicht für den Studiengang Medizintechnik interessieren. Vor allem, es ist da relativ fein, wenn du die Sachen in der Theorie lernst, dass du die nachher gleich in der Praxis umsetzt. Weil das, wenn du da im Heft was rechnest, ist zwar schön und gut, aber du wirst als Output irgendeine Zahl. Aber da gehst du her, wirst die Vorlesung, aus einen Tag später eine Übung und nachher programmierst du genau die Sachen, die du gelernt hast, da rein und nachher siehst du, mach super, der geht jetzt vorwärts. Netzwerktechnik und Kommunikation beinhaltet eigentlich alles das, was man im Hintergrund von Internet, von Mobiltelefonie,
von Skypen, von Facebook, von Webdesign und so weiter auch kennt. Also ich finde, ein Studium bringt halt viel, dass man schon Wissen hat im Berufsleben. Es ist gut, dass man das eben macht, dass es den Schulen zugänglich gemacht wird und es eben leichter ist, als jetzt nach Wien zu fahren. Und ja, was ich bis jetzt gesehen habe, das gefällt mir sehr. Es ist ein sehr gutes Angebot, es ist wirklich alles gezackt und schön hergerichtet. Also wir haben sehr gutes Feedback von den Schülern bekommen. Also zum einen haben wir natürlich, hat ihnen die Organisation sehr gut gefallen. Es hat ihnen auch gefallen, was da sozusagen alles geboten wird, was sie sich anschauen können. Und einige haben uns jetzt auch schon direkt rückgemeldet, dass sie sich bewerben werden, wo sie sich bewerben können. Also haben sehr intensiv auch nachgefragt, wie da jetzt das weitere Prozedere ausschaut.